Hola Leute, willkommen zu einer neuen Folge Overwatch und zum ersten Video in den letzten 9 Tagen oder so. Also, Leute, es tut mir echt leid, aber die letzte Woche war so ein, also für mich und für euch jetzt auch ein bisschen vielleicht, also der übelste Abfuck. Ich hatte 4 Arzttermine, war mit Bewerbung beschäftigt und so weiter. Jetzt gerade habe ich ein Video vom Comic-Kanal hochladen wollen über den neuen Guardians of... Guardians of the Galaxy Trailer. Über einen neuen Thor Ragnarok Trailer. Eine Reaction einfach. Und Marvel hat das Video einfach mal weltweit gesperrt. Also ich, ja, das sind so Sachen, da kriegt man direkt gute Laune. Aber ich habe es gerade nochmal hochgeladen. Wenn das Video vorbei ist, werde ich gleich mal abchecken, ob das diesmal funktioniert hat. Ich hoffe, ich habe einfach die Lautstärke runtergedreht und naja. Ich spiele Widowmaker. Da sind wahrscheinlich jetzt gleich ein paar Leute getriggert, aber wir sind hier im Modus Capture the Flag. Das ist kein Rank. Von daher habe ich mir gedacht, Widowmaker zock jetzt einfach. Ich habe ein bisschen mit ihr geübt. Also sie ist echt schwer zu spielen und für mich eigentlich eher so defensiv in dem Modus geeignet. Ich schaue jetzt aber trotzdem hier mal rein. So, gell. Ich werde ich hätte verteidigen sollen. Fucking shit. Oh, ich habe ihn einmal getroffen. Okay. Alter, es geht da richtig gut los, ey. Boah, ich. Wenn Marvel dieses Video jetzt wieder gesperrt hat, ne? Das ist einfach so automatische YouTube-Algorithmen oder wie auch immer man das nennt. Weil einfach die. Haben die schon wieder die Flagge? Alter, was zum Teufel ist das denn hier? The fuck ist hier los? Alter, Farrah wütet einfach in unserer Base. Jawohl, schau mal. Und wenn die ihre abgeben, dann werden sie sich einfach gleich die nächste holen. Schau mal, hier sind 3 Leute von den Gegnern in der fucking Base. What the fuck ist das? C'est la vie. Ja, es ist wirklich c'est la vie. Sie nehmen den Punkt ein. Das ist eure Gerechtigkeit. Niederlage. Next. Ey, ohne Scheiß, ne? Ich habe gerade nachgeschaut. Dieses fucking Video ist wieder weltweit gesperrt, Alter. Ich habe einfach nur den Trailer aus dem Internet genommen, der öffentlich ist. Einfach, das ist Werbung für den Film. Und ich... Ohne Scheiß, ne? Ich check's nicht. Ich werde das Ding... Es ist bei YouTube immer so, wenn man... Man muss so ein paar... Einfach... Es reicht, wenn du das Video so ein bisschen abschneidest. Und schon geht's dann plötzlich. Es fuckt mich richtig ab, ey. Ich verstehe... Das ist einfach... Das ist ja wahrscheinlich gar nicht gewollt von Marvel oder Disney oder von Jochen. Das ist einfach automatisch von YouTube so gemacht, dass es direkt gesperrt wird. Ich werde zu viele Headshots jetzt verteilen, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Jetzt geht's richtig ab, ey. Widowmaker. Jetzt geht's los hier, ey. Das kann nicht wahr. Jetzt habe ich 2 Mal hochgeladen. Und anstatt das, so, das ist der erste. Und anstatt das Video pünktlich rauskommt auf dem Comic, jetzt wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, ist es hoffentlich schon online. Aber es hätte halt früh rauskommen können. Und stattdessen kommt es einfach jetzt mal 6-7 Stunden später. Ey, so ein Abfuck. Das ist YouTube, Leute. Und ja. So, dafür werden wir jetzt hier trotzdem das Ganze hier. Also, oh mein Shit. Oh boy. Ich sollte hier nicht sein. Warte mal. Haha! zwei Kills schon hier. Also noch so eine kleine. So, wer hat die Flagge? Oh, der Flagge. Oh! Okay. Ich hab auch. Bei so Trailer muss ich sagen, verstehe ich es noch so ein bisschen. Weil du halt wirklich. Bei einer Reaction ist ja nicht wirklich eigene Arbeit drin. Ich meine, du setzt dich vor die Kamera, reagierst, sagst ein bisschen was drüber und fertig. Da finde ich es jetzt nicht so schlimm. Aber ich habe ein Video gemacht über Motherboxen aus dem Justice League Trailer. Also dieses, ne, diese Kästchen, die man am Anfang sieht. Diese Kiste, wo dahinter so ein Parademon steht. Oh, wir haben die Flagge nicht abgegeben. Schade. Da habe ich ein aufwendiges Video zu gemacht. Wirklich aufwendig. Zusammengeschnitten aus ganz vielen Filmen und auch eben animierten Filmen. Einer dieser animierten Filme hat letztendlich dafür, also wegen dem kann ich das Video nicht monetarisieren. Das wurde einfach gesperrt. Weil YouTube halt sagt, und wer auch immer, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber irgendeiner sagt halt, nee, das gehört uns. Damit ist das ganze Video, das ganze Geld ist mit diesem einen, dieser eine Clip, macht dir nichts von dem Ende, nichts am Inhalt, das ist einfach nur ein Zitat, aber es wird einfach so geclaimed und es gehört alles dann
keine Ahnung, Warner Brothers oder wem auch immer. Und ich glaube nicht, dass Warner Brothers, Disney, Marvel oder wer auch immer da wirklich das wollen. Aber sie wollen natürlich auch nicht, dass andere Leute wirklich nur den Trailer hochladen und damit Geld machen. Sondern die wollen ja schon, dass man eigene Arbeit reinsteckt. Und oft kann man das nicht voneinander unterscheiden. Ich bin gerade richtig fällig auf. Oh mein Shit. Ah, wow. Oh. Pass auf, wo du hinkommst. Ah! Okay. Ich hoffe, ihr hört keine Musik im Hintergrund, Leute, weil meine Schwester hört hier gerade. Ich weiß nicht, was die macht. Es ist so laut. Aber ich glaube, man hört nichts. Ich hoffe, man hört nichts. Wir haben 4 Kills, finde ich ganz okay. Mit Widow. Ah ja, ich spiele. Hab ich ja schon gesagt. Ich wollte mich jetzt gerade wieder rechtfertigen, warum ich Widow spiele, aber. Wir sind ja hier in Capture the Flag. Ich immer noch 0-0. Na gut. Da hauen wir die Ulti raus. Kann sich niemand verstecken. Ist keiner bei denen drin. Okay, das ist interessant. Nur noch so kleine Turrets. Kill die doch! Alter, okay, springt einfach rein. Da war einfach keine Verteidigung, weil Symmetra. Oh shit. Oh! Lol, ich hab da meine Grappling-Dings da. Boah, das. Alter, dann nimmt man die Reaction so früh auf und will das Ding hochladen. Und wow. Oh, wir haben die Flagge fallen lassen. Okay. Warum kriegen wir es nicht verteidigt? So, jetzt haben wir es auch, oder? Moment. Oh, what the fuck? Die haben unsere Flagge geklaut, obwohl wir ihre hatten. Oh mein Gott, wow. Alles klar. Ich dachte gerade, ich war gerade verwirrt, weil die Flagge in die andere Richtung ging. Was zum Teufel? Wow. Warte, wie klein die sind. Die kann ich niemals von hier aus treffen. Oh, oh no. Schnell weg, schnell weg. Ich sollte keine Flagge erobern halt, ne? Das ist halt nicht mein Einsatzgebiet eigentlich. So, Junkrat, komm. Mein Abflug. Oh shit, die Granaten hier alle. So, jetzt haben wir sie wieder. Komm, jetzt verteidigt ihr doch einfach mal. Keine Ahnung, nicht was. So, ich geh mal mit dem mit. Er hat sogar die Ulti eingesetzt, ne? Oder? Sehe ich das richtig? Sehr gut, ey. Winston hat es jetzt, glaube ich, 3-4 Mal versucht. Hat es endlich geklappt. Sehr schön. Danke. Zu eins. Oh, shit, what the fuck? Oh, lol. Okay, ich war gerade voll verwirrt, weil. Ich bin tot. Ich bin tot. Mercy! Okay, danke. Ah, die ist so da dran. Grapplego! Ich wollte drücken und der Cooldown war nicht fertig. Ah, sehr gut. So. Ja. So eine Kacke. Ah, ey, Symmetra ist in dem Modus so übelst stark. Aber ich muss sagen, Leute, ich bin zufrieden. 2 Silbermedaillen mit Widowmaker. Ich habe mir. Ah ja, das habe ich noch gar nicht gesagt, ne? Ich habe mir Widowmaker zocke ich gerade eigentlich nur, weil ich mir die Statue bestellt habe. Overwatch, also Blizzard, verkauft ja so 30, so ungefähr 30 cm hohe Statuen. Will nicht. Ich, Alter. Okay, der war zu nah dran. Die handbemalt sind, die richtig hochwertig sind und vor allem übelste Sammlerobjekte. Also, nach ein paar Wochen sind die Dinger ausverkauft, die muss man vorbestellen und alles Mögliche. Ich wollte eigentlich Tracer haben, weil ich die in der Beta auch sehr oft gespielt habe. Mittlerweile ja leider nicht. Muss ja wieder machen. Und mein Cousin hat sich dann Reaper geholt, das war die zweite Statue und ich habe mir überlegt, okay, wen hole ich mir, wen spiele ich denn oft, welche sind denn meine Lieblingscharaktere? Und ich spiele ja ganz oft Reinhardt und Torbjörn und Lucio, aber die finde ich, also Reinhardt finde ich vom Design ganz cool, aber, shit, aber Torbjörn und Lucio finde ich vom Design nicht so schön. Und die repräsentieren für mich auch nicht Overwatch. Oh mein Shit, da steht aber jemand. Oh. Und ich wollte halt wirklich so eine Figur, die. Noch 10 Sekunden. Nicht aufgeben, wir haben es. Scheiße, wo ist er denn? Alter, ich verliere einfach gegen so einen Geschütz. Und da liegt Mercy mit ihrem.
Widowmaker mit dem riesigen Powerboom. Aber immer ein Unentschieden. Ja, habe ich wirklich ewig überlegt, was hole ich mir. Und dann kam Widowmaker raus und ich habe einfach gedacht, mein Cousin hat auch gesagt, jetzt hol dir die einfach, bevor du dir gar keine holst. Und da habe ich mir jetzt Widowmaker gekauft. Ist teuer, das Teil. Aber für so Sammlerobjekte und vor allem für so eine Statue, das doch nicht so teuer. Also ich habe eine Batman-Statue im Auge, die ungefähr, man kann es wahrscheinlich gar nicht sehen, aber die ist, glaube ich, 80 cm groß und kostet einfach mal irgendwie 800. What the fuck ist das? Oh, okay, tut mir leid, Leute, ich bin egal. Und kostet irgendwie 800 €. Das ist so viel Geld. Also blutet dann wirklich das Herz, wenn man das raushaut. Vor allem, das ist ja auch kein YouTube-Money, weil ich mit YouTube nicht mal ansatzweise dieses Geld bisher verdient habe. What the fuck, Alter? Windows 7. Ich hasse dich. Und von daher muss man sich das echt tausendmal überlegen. Bei Overwatch-Statuen geht's, weil die kosten nur 150 €. Ich finde, das ist okay. Ich habe jetzt die letzten, glaube ich, 3 Monate kein Game gekauft. Und ein Game kostet 50 €, kaufst jeden Monat ein Game, bist schon bei der Statue. Also von daher, das ist so meine Ausrede dafür. Und ja, Leute, das war die kleine Folge Overwatch. Ich bleib mich ganz sehr fürs Einschalten, das mit dieser Woche, das wird hoffentlich nicht vorkommen, nicht wieder vorkommen, weil ich werde jetzt mehr vorproduzieren. Das heißt mehr, also ich werde ein bisschen was vorproduzieren, damit ich wenigstens so einen kleinen Puffer habe, wenn ich mal krank bin oder so. Weil ich war ja auch vor 2 Wochen ein bisschen krank, da hatte ich Videos und dann waren sie einfach alle und dann waren die ganze stressige Woche. Ja, so viel dazu, Leute. Haut rein, ich werde jetzt nochmal dieses Video da, ich muss mir irgendwas einfallen. Vielleicht mache ich die Facecam einfach größer, dass das Bild ein bisschen bedeckt wird, damit das nicht checkt oder so. So ein Abfuck. Auf meinem Comic-Kanal ist das Video bestimmt online, Leute. Abonniert den mal, der ist unten in der Videobeschreibung. Und das wäre echt geil, wenn ihr den mal ein bisschen supportet. Und jetzt haut rein, bis dahin. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao.